Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, in diesem Video geht es um das Thema Franchising. Was ist Franchising und vor allen Dingen, welche Vor- und Nachteile hat es im Vergleich zu Network Marketing? Welches der beiden Geschäftsmodelle finde ich persönlich besser und ja, welches der beiden Geschäftsmodelle würde ich empfehlen? Ja, grundsätzlich, was versteht man unter Franchising? Dass wir das vielleicht einfach erstmal definieren. Network Marketing und Franchise ist ja im Prinzip ein Vertriebssystem, wenn du so willst. Und beim Franchising ist es so, dass ja eine Person oder ein Unternehmen halt gegen Geld quasi ein schlüsselfertiges Geschäftskonzept oder sich in ein schlüsselfertiges Geschäftsmodell, Geschäftskonzept halt eben einfach einkauft. Das heißt, der Franchise-Nehmer, also der sich einkauft, der darf im Prinzip im Namen des Franchise-Gebers, also des Franchise-Unternehmens, die Produkte, Dienstleistungen, Waren etc. verkaufen und bekommt halt im Gegenzug, also in dem Moment, wo er Geld entrichtet, das komplette Know-how, Marketing, Strategien etc. im Gegenzug und kann dann quasi, wie gesagt, auch die Marke und so weiter unter dieser Marke dann tätig sein. Ja, so und da gibt es jetzt auf den ersten Blick, hört sich das sehr vergleichbar mit Network Marketing an. Wenn man aber mal genauer hinschaut, gibt es da dann doch ein paar Unterschiede, weil beim Network Marketing ist es zwar auch so, dass du Vertriebspartner eines Partnerunternehmens wirst und dann quasi auch dort das Know-how des Unternehmens bekommst. Nur gibt es halt ein paar Unterschiede in, ja, was zum Beispiel Risiken oder Kosten und so weiter betrifft. Und da möchte ich gerne mal kurz drauf eingehen. Ja? Also wenn wir uns das mal so gegenüberstellen, ja, auf der einen Seite das Franchising, auf der anderen Seite Network Marketing, dann ist es so, dass beim Franchise die Anfangsinvestitionen in der Regel ja, eher hoch sind. Ich gebe dir auch nachher gleich noch ein Beispiel anhand von McDonald's, dass du einfach mal siehst, dass du dort schnell ja, bei mehreren 100.000, 800.000 Euro aufwärts bist. Im Network Marketing hingegen hast du keinerlei Einstiegskosten, wenn dann maximal geringe Kosten, weil du vielleicht deine eigene Erstausstattung an Produkten benötigst oder ja, vielleicht laufende Kosten hast, weil du ja deine Produkte selbst natürlich immer wieder nachkaufst. Aber es ist alles in einem sehr überschaubaren Rahmen, wenn man es mit Franchising vergleicht. Beim abrupten Geschäftsmodell, schneller Markteintritt, das ist natürlich beim Franchising ein Vorteil, hast du aber auch beim Network Marketing. Beim Franchising hast du im Prinzip ein Geschäftsmodell, was nachweislich funktioniert, was abrupt ist. Und dadurch kannst du natürlich auch schnell, ich sag mal, beginnen, ja, dein Business quasi zu starten, weil letzten Endes die ganzen Themen, Produktentwicklung und so weiter, ist ja alles schon gelaufen und du greifst ja quasi auf ein schlüsselfertiges Konzept zu. Das ist beim Network Marketing dann auch so. Hier sehe ich gerade, nee, passt. Also beim Thema Ortsgebundenheit, das ist zum Beispiel ein Vorteil, den ganz klar Network Marketing hat. Beim Franchise bist du immer ortsgebunden. Das heißt, du hast irgendwo eine Filiale und musst natürlich dann dementsprechend auch vor Ort sein. Beim Network Marketing kannst du, je nachdem, wie du ein Geschäft organisierst, ja auch von jedem Ort der Welt aus dein Business aufbauen. Und das ist ein ganz, ganz klarer Vorteil. Aus meiner Sicht, wem einen das wichtig ist, und das ist zumindest ein Punkt, was man ja in seiner weiteren Lebensplanung mit berücksichtigen sollte einfach. Dann, was die Kapitalbeschaffung betrifft, ist im Network Marketing in der Regel nicht notwendig, weil du halt keine bzw. geringe Kosten hast. Maximal, wie gesagt, Erstausstattung, vielleicht eine Einstiegsgebühr und ja, und dann natürlich deine Marketingkosten, aber was dass du jetzt große Investitionen in dem Sinne brauchst, das ist im Network Marketing nicht der Fall. Bei einem Franchise-Unternehmen sieht es da natürlich anders aus. Du hast dann natürlich die Filiale, die Einrichtung, ja, du hast Löhne, Gehälter, die unter Umständen vielleicht auch vorbezahlt werden müssen und so weiter. Und bei dieser Kapitalbeschaffung, da, wenn du es alleine machst, ist es natürlich deutlich schwerer, wie wenn du mit einem Franchise-Unternehmen zusammenarbeitest beziehungsweise mit einem Franchise-Unternehmen startest, weil dort gibt es in der Regel ja auch schon die Beziehungen zu Banken, die das Geschäftsmodell einordnen können, die wissen, dass es nachweislich funktioniert und das erleichtert die ganze Geschichte natürlich. Dann Verbindlichkeiten statt Investitionen haben wir schon besprochen, hast du im Franchise definitiv beim Network Marketing nicht unbedingt. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns schaue, im Energievertrieb hast du überhaupt keine Einstiegskosten, im Gegenteil, du kannst sofort loslegen, ja,
und ja, die eigenen Verträge umstellen, dann sparst du in deinen Energieverträgen erstmal Geld, ja, im besten Fall, und hast dann auch noch zusätzlich deine ersten Provisionen verdient. Also das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Dann gibt es sowohl im Network Marketing als auch im Franchise etablierte Marken. Ja, und es macht natürlich gerade bei Marken schon einen Unterschied. Ja, also wenn du eine McDonald's-Filiale aufmachst, ja, dann hast du natürlich einen deutlichen Vorteil, wie wenn du, ich sag mal, ein neues Franchise-Unternehmen machst mit einer Burgerkette, die jetzt noch keiner kennt, ne? Beim Franchising hast du auch ein höheres Gründungsrisiko, ganz einfach dadurch, dass du natürlich auch das wirtschaftliche Risiko hast, während beim Network Marketing sollte es nicht funktionieren aus irgendwelchen Gründen. Ja, du im Prinzip keinerlei große Risiken eingegangen bist, ne? Dann ausgereifte Marketingstrategien, da ist es bei beiden gleich. Du kannst auf die vorhandenen Konzepte zurückgreifen und ja, Einkaufsvorteile, je nachdem, welche Unternehmen das man nimmt, ist es natürlich auch ein Thema, weil du natürlich durch im Sinne der Gemeinschaft, ja, natürlich ganz andere Mengen einkaufen kannst, wie das ohne diese Gemeinschaft der Fall ist. Und da wird natürlich dann dementsprechend im Einkauf auch ordentlich oder bietet das ordentlich Einsparpotenzial. Die Arbeitsteilung und Fokus ist bei beiden ebenfalls da, genauso wie das Netzwerk-Know-how. Was meine ich da damit? Also zum einen kannst du natürlich auf das Erfolgswissen innerhalb der Unternehmen zugreifen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Themen, die ein Selbstständiger ja, bespielen muss, sage ich mal. Da ist die Buchhaltung, da ist das der Einkauf, da ist Marketing, Verkauf, Kundenservice und so weiter und so fort. Und sowohl im Franchising als auch im Network Marketing ist das im Prinzip so, dass diese Aufgaben weitestgehend ja, quasi abgenommen werden. Das heißt, du musst nicht irgendwelche Lohnabrechnungen erstellen und so weiter, sondern das macht in der Regel dann quasi das Partnerunternehmen. Du siehst dann auch sofort, was wurde gekauft, verkauft und so weiter, sodass du da dich einfach auf das konzentrieren kannst, auf das, was es ankommt, nämlich auf ja, die Kundengewinnung, auf den Kundenservice, ja, sodass man möglichst viel Zeit in den Dingen einsetzt, die tatsächlich dann auch gewinnbringend sind. Ja, genau. Wenn wir uns das einfach mal so anschauen, was so ein Franchise dann quasi an Kosten bringen kann, kannst du übrigens völlig transparent einsehen, zum Beispiel bei McDonald's. Ja, die haben im Prinzip so ein Konditionentableau, dass man einfach mal einen ersten Eindruck bekommt. Da ist zunächst mal die Franchise-Gebühr, dann die Innenausstattung des Restaurants, also Franchise-Gebühr 46.000 Euro, Innenausstattung 243.500, Equipment 341.000, IT-Aufwendung, Kassen, Kiosk etc. 78.000, ja, dann Werbeanlagen 61.000, Außenanlagen 73.000 und dann nochmal Personal, Anwerbe, Ausbildungskosten von 50.000 Euro. Dann kommst du schnell auf eine Gesamtsumme von 894.000 Euro. Wie gesagt, sind nicht meine Zahlen, sind die Zahlen, die McDonald's in ihrem PDF-Dokument hier bereitstellt. Plus, das sind die einmaligen Kosten, plus natürlich die laufenden Kosten, wie die Franchise-Gebühr, 5% vom Nettoumsatz ist es bei McDonald's hier. Dann die Basispacht hängt vom Standort ab, die Umsatzpacht ist auch ein Prozentsatz vom Nettoumsatz, plus natürlich die Investitionen in Werbung, 5% vom Nettoumsatz. Und dann siehst du, dass auch hier schon ordentlich laufende Kosten da sind. Und wenn ich jetzt mal so ein Fazit ziehe, was von den beiden würde ich favorisieren, dann bin ich natürlich ein Fan vom Network Marketing. Und das hat im Grunde drei, oder im Kern sind es halt drei Gründe, die für mich da ein klares für Network Marketing haben. Das ist zum einen die geringen monatlichen laufenden Kosten. Das heißt, du hast im Network Marketing keine ja, nennenswerten laufenden Kosten. Du kannst jeden Tag neue Filialen eröffnen in Form von neuen Vertriebspartnern. Du musst dafür keine Löhne bezahlen. Wenn deine Partner aktiv sind, dann werden sie dafür auch bezahlt und du auch. Ja, du hast kein Personal, was du bezahlen musst, keine Geschäftsräume,
die du anmieten musst und so weiter. Also da kommt ja schnell einiges zusammen und das ist gerade für Gründer natürlich eine tolle Ausgangssituation, dass man sagen kann, okay, ich kann mit meinem eigenen Fleiß, mit meinem eigenen Engagement hier ein Geschäft aufbauen, Geschäft hochziehen. Und selbst wenn man, ich sag mal, Produkte verbrauchen muss, um einen gewissen Mindestumsatz zu erzielen, soll ja so Unternehmen dann auch geben, ne? Oder gibt auch so Unternehmen am Markt, dann sind es häufig ja, weniger als 100 Euro monatlich, ne? Und dann kommt natürlich das Marketingbudget dazu. Aber das sind alles überschaubare Fixkosten. Dann ist ein zweiter ganz wichtiger Punkt für mich zumindest und aber auch das, was ich so in den Gesprächen, die ich führe, heraushöre, ist dann auch die Ortsunabhängigkeit, zeitliche Flexibilität. Network Marketing macht es halt einfach möglich, dass du von jedem Ort der Welt aus dein Geschäft betreiben kannst. Ja, du kannst arbeiten, wann, wo du willst. Ne? Beim Franchising ist das alles ein Stück weit anders. Da gibt es teilweise zentimeter dicke ja, Verträge, die du strikt einhalten musst, ne? Und natürlich, wenn du eine Filiale irgendwo in Deutschland hast, dann musst du auch vor Ort sein, ja. Und das ist auch so ein Punkt, keine Beschränkung des Einkommens im Network Marketing. Du kannst im Prinzip so viel verdienen, wie du in der Lage dazu bist und wie du es möchtest. Wenn du als Franchise-Nehmer dann weiter wachsen willst, musst du das logischerweise, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du dann halt weitere Filialen eröffnen musst. Und das machst du natürlich auch wieder im Namen des Franchise-Gebers. Und das ist natürlich auch dann logischerweise davon abhängig, ob der Franchise-Geber ja, damit dann natürlich auch einverstanden ist oder ob du natürlich auch die Investitionssummen, die dazu notwendig sind, dann eben halt bekommst. Und das hast du beim Network-Marketing einfach nicht. Das heißt, du kannst von Anfang an so viele Filialen, so viele Zweigstellen in Anführungszeichen aufbauen, in Form von neuen Vertriebspartnern, wie du es möchtest. Ja, und ist natürlich auch immer abhängig von deinem Fleiß. Ja, also ich hoffe natürlich, dass ich dir jetzt mit diesem Video so ein bisschen, ja, so ein kleines Bild geben konnte. Eins ist natürlich aber auch klar, egal ob Franchising, Network Marketing oder egal welches Unternehmen, ohne Engagement, ohne Fleiß, ja, ohne eigene Anstrengungen wird es natürlich nicht funktionieren. So ein Selbstläufer gibt es einfach im Unternehmertum eben nicht. Und deswegen ist es natürlich schon von entscheidender Bedeutung, welche Voraussetzungen man als Person mitbringt. Ja. Und ja, nichtsdestotrotz, es gibt einen Preis, der ist zu bezahlen. Und wer bereit ist, diesen Preis zu bezahlen, der kann natürlich dementsprechend auch ja, erfolgreich in beiden Welten sein. Ja. Welches Modell für dich besser geeignet ist, kannst natürlich nur du für dich entscheiden. Ich wollte dir in diesem Video einfach so einen kurzen Überblick geben und hoffe, dass mir das gelungen ist. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich immer über einen Daumen hoch, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst, über positive Kommentare. Ja. Und ja, wenn du mehr über Network Marketing erfahren willst, stelle ich dir ebenfalls unterhalb des Videos dann weitere Informationen zur Verfügung. Auf meinem Blog kannst du das, was ich jetzt so auf die Schnelle angerissen habe, kannst du dann auch nochmal genauer nachlesen und das Thema dich da noch weiter drin vertiefen, wenn du das möchtest. In diesem Sinne, ja, freue ich mich, von dir zu hören. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat, dir weitergeholfen hat, wenn du das Video teilst und wenn wir uns natürlich im nächsten Video dann auch wiedersehen. Bis dahin, ja, mach's gut, alles, alles Gute. Ja, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.